Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, der Sex and the City Challenge. So, meine Wohnung ist immer noch im Arsch. Joa, ist nicht so schlimm, ne? Ist halt so. So, steigern einen Feind. Genau, das müssen wir noch machen. Ich wollte da jetzt sowieso auch mal was ausprobieren, weil ihr hattet mir geschrieben, ich könnte dieses Loben könnte ich wohl nur bei Feinschmeckergerichten machen oder so. Deswegen will ich jetzt erstmal noch, bevor sie jetzt hier anfängt zu lesen, das einmal ausprobieren, ob wenn ich das koche, ob ich das dann wirklich loben kann oder ob ich das dann auch nur negativ bewerten kann. Naja, mal gucken, ne? Was stehst du hier eigentlich so rum, Akira, hä? Stehst hier rum und siehst aus, als wenn du nicht wüsstest, was du mit deiner Zeit machen kannst. Ach, guck mal, Julian bringt den Müll raus. Ja, mit ihm haben wir ja echt abgeschrieben. Akira ist bisher echt okay. Er ist richtig vernünftig. Also das könnte echt eine längere Beziehung werden. Einfach, weil er so vernünftig ist. So nett und so schön. So, endlich repariert meine Vermieterin hier mal was. Das ist ja der Hammer. So, wir kochen das mal eben schnell. Dann gehen wir erstmal aufs Klo, genau. Weil sie sich nämlich auch unwohl fühlt. Und dann will ich gucken, ob, ob das funktioniert. Ach man, dieser Kampf mit der Bratpfanne ist immer noch schön anzusehen, ey. Obwohl man schon 180.000 war. Moment mal. Hatte ich nicht meine Farbe, meine Küchenfarbe geändert? Ach nee, das ist ja. Wieso kam ich auf einmal auf die Idee, ich hätte eine pinke Küche? Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wegen dem pinken Sofa und den pinken Geschenken. Essen loben. Tatsache, hier können wir also das Essen loben. Ah, okay. Wenn man normales Essen kocht, dann ist es immer scheiße. Kocht man Feinschmecker-Menü, ist es perfekt. Alles Klärchen. So, wie weit sind wir denn mit unserer Feinschmecker-Fähigkeit? Feinschmecker kochen. Ja, guck mal, 77%. Dann würde ich sagen, wir stellen das jetzt mal in den Kühlschrank und kochen einfach nochmal ein Gourmet-Menü. Was machen wir denn da? Mandelmakronen, Joghurt-Parfait, Knoblauchnudeln. Machen wir Knoblauchnudeln wieder in der Partygröße, dann kann ich es bestimmt wieder loben. Und wenn ich dann mal wieder etwas loben muss, weil der Chef will, dass ich etwas loben soll, dann kann ich das wenigstens machen, weil ich zwei Gerichte im Kühlschrank habe, die ich loben kann. Das ist perfekt. So, meine Vermieterin, der werde ich gleich mal sagen, sie soll mal gehen. Ich habe ja schon wieder Mäuse. Okay, ich werde ihr noch nicht sagen, sie soll wieder gehen. Sie kann schön noch hier bleiben. So, hier das Geschenk habe ich direkt vor das Mauseloch sozusagen gestellt. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich hätte es natürlich noch ein bisschen weiter an den Rand schieben können oder so. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. So, bist du gleich mal fertig? Hast du dein Level geschafft? Nein, warum nicht? Doch, hast du doch geschafft. Ja, super, endlich mal. Endlich mal was geschafft hier. So, dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Dings, dass sie endlich mal geht. Und bevor sie dann hier meinen Freund anschmachtet, werde ich auf jeden Fall nochmal mit ihm flirten und mit ihm nochmal ein Techtelmechtel machen oder so am besten. Techtelmechtel, ja. Sieht alles gut aus hier. Ruf mich nicht wieder an, okay? Ich verstehe das immer nicht. Die repariert alles und dann sagt sie immer so, ey, du hast mich voll verarscht. Hier ist doch überhaupt nichts kaputt. Ruf mich nie wieder an und so. Das finde ich voll doof irgendwie. Eigentlich ist das voll schade, ne, dass das Zimmer hier immer so dunkel ist. Also, ich meine, hier fehlen so ein bisschen so diese Dinger hier fehlen so ein bisschen. Die dann auch noch so schön leuchten, wenn es dunkel ist. Ach, es ist so schön. Das ist so schön hier. Habe ich eigentlich alle automatisch an? So, hatte ich nämlich nicht. Wobei, nee, der ist ja sowieso an. Und der ist auch an, glaube ich. Dann ist ja gut.
Hier machen die gar nicht sowas wie bei dem anderen Sims-Projekt, was ich habe. Da sind die nämlich irgendwie unterschiedlich, so am Leuchten oder so. Das fand ich total schön. Schade, dass sie das hier nicht machen. Naja, vielleicht kommt es ja auch auf die Farbe an, die man hat. Oh, was? Es war eine schlechte Leistung. Richtig peinlich. Don't look quite as though, eh? Naja, also ich würde dann mal sagen, ich verabschiede mich am besten erstmal. Es ist halt so ein total. Wo kann ich denn jetzt hier mal sagen, bitten zu gehen? Ach nee, ich glaube, der ist ja sowieso über Nacht hier, ne? Dann kann ich ihm gar nicht sagen, er soll gehen. Dann bleib halt, schlaf auf dem Sofa oder so. So, wir müssen auf jeden Fall schlafen. Nee, wir sind ja gar nicht am Schlafen. Ich wollte, dass du schlafen gehst. Wie, jetzt stinkt das hier schon wieder in der Bude? Oh, vielleicht hat die Vermieterin das doch noch nicht weggemacht. Das ist unter dem Tannenbaum. Da stinkt es immer. Das liegt wahrscheinlich daran, weil da jemand gestorben ist. So, hier hat er wieder Musik angemacht. Aber wir schlafen jetzt trotzdem erstmal. So, befördert werden wir leider nicht. Dafür ist unsere Arbeitsleistung einfach im Moment zu mies. Aber das kriegen wir schon noch hin. Immerhin haben wir jetzt hier wirklich alles geschafft. Und wenn wir jetzt am nächsten Tag wieder alles schaffen, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, bald wieder befördert zu werden. Mein Gott, wie lange brauchst du denn Schlaf? Ach, jetzt ist Akira doch gegangen. Nö, der steht da hinten rum und pinkelt in den Müllschacht. Alles klar. So, wir haben Hunger. Ach, wir sind ausgeschlafen. Ja, guck mal, dann steh doch mal auf. Nimm dir was zu essen. Wir haben doch noch so viel. Hier, Pfannkuchen essen. Lecker, lecker. Lecker, lecker, Schmecker. So, ich muss los. Ja, tschüss. Mach's gut. Och nee, jetzt kommt er wieder und will mich zum Training abholen, wa? Wieso will er mich immer zum Training abholen, Mensch? Er stand doch gerade da. Er steht immer noch da. Er will bestimmt wieder trainieren. Oh, haben wir ein neues Poster gefunden? Nee, das hatte ich schon mal aufgehangen, ne? Ich glaub's auch. Hier waren nämlich schon mal drei. Egal. Es ist alles so durcheinander gekommen durch den Bug, den wir da hatten. Das ist natürlich richtig blöd. Ja, er will mich wieder abholen anscheinend. Hast du Bock auf Training? Nee, ich habe keinen Bock auf Training. Apropos Bock auf Training. Ich habe immer noch vergessen, das Yoga-Center mal hinzustellen. Das könnte ich natürlich mal eben machen. Dann könnten wir da mit den Mädels hingehen. Wann haben wir eigentlich frei? Heute nicht. Super. Aber wenn wir bis zum Wochenende immer noch am Wochenende frei haben, dann würde ich am Wochenende mal mit den Mädels ins Yoga-Ding gehen. So ein bisschen Wellness. Die Seele baumeln lassen und ja, diese üblichen, typischen Dinge, ne? Ach Mensch, ich hätte den Weihnachtsbaum echt woanders hinstellen müssen. Vielleicht da so in die Ecke, so vor die Tür oder so. Dass falls man mal ganz spontan, ganz schnell in die Wohnung rennen muss, man direkt in den Weihnachtsbaum rennt. Okay, das wäre irgendwie auch blöd, ne? Das wäre irgendwie auch blöd. Haben wir eigentlich noch ein Buch, was ich verkaufen kann? Nö. Nö, haben wir nicht. Das ist aber schade. Tja, dann würde ich sagen, wir können ja einfach mal noch ein neues Buch schreiben. Einfach nur, damit wir hier so ein Poesiebuch zum Beispiel, damit wir das halt gemacht haben. Wieso habe ich hier immer noch solche Fischtacos drin? So, weg damit. Eine gereimte Beschwerde. Ja, dann viel Spaß damit. Die gereimte Beschwerde. Ich kann jetzt nicht reimen, sonst würde ich jetzt nämlich anfangen, da eine Beschwerde zu reimen, aber das kann ich halt nicht. Ach Mensch. Diese Musik, ist sie nicht schön? Hey, Penny! Oh, Penny hat Post bekommen? Und ich nicht? Nachricht lesen. Es gibt schon wieder eine Bestätigungsnachricht wahrscheinlich oder irgendeine Nachricht. Ach ja, ich glaube, wir haben immer noch Winterzauber drauf. Kann das sein?
Ich wünschte, man könnte das irgendwie herausfinden, aber ich meine, das wäre Winterzauber. Ich mach's einfach nochmal an. Ja, es ist Winterzauber. Sehr gut. So, ja, hier ist ja nicht viel los jetzt hier in meiner Wohnung, seitdem alles wieder repariert wurde und gemacht wurde. Obwohl, es stinkt ja immer noch, ne? Das können wir vielleicht ja auch sehen. Ich muss den Baum mal eben irgendwie irgendwo anders hinpacken. Aber wo? Hier ist nirgendwo Platz. Ja, das ist das Problem, aber so kommt man halt nicht. Hier ist Platz. Wow. Mitten in den Sessel rein, ey. Obwohl, das wäre eigentlich auch so eine schöne Idee. So. Nur da muss der Sessel ein bisschen weiter hier so hin vielleicht. So. Na, ich weiß nicht. Mir gefällt sowieso dieses Ding hier nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist so ein richtiges Tischchen. Ich muss mal gucken, ob es ein anderes Tischchen gibt. Das mache ich jetzt mal eben. Ein Tischchen, was ein bisschen hübscher ausschaut, was nicht so viel Platz vielleicht wegnimmt und wo man dann trotzdem noch die Anlage draufpacken kann. Das hier sieht eigentlich immer ganz gut aus. Wenn wir das nehmen in weiß, kann da die Anlage drauf? Ja, kann sie. So, dann tue ich das mal weg. Oh, jetzt habe ich die Anlage doch falsch da drauf gestellt. So, mal gucken. Oh Mann. So. So passt es dahin. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus, finde ich. Sehr schön. So, und so kommen wir auch hier an den Flecken ran. Dann können wir nämlich selbst einfach mal versuchen, das zu reparieren. Ich könnte dann sogar noch den Baum... Moment. Den Baum noch ein bisschen... So, vielleicht stellen. Obwohl... Dann kommt man da wahrscheinlich nicht mehr durch, ne? Dann so. Da muss man sich halt immer dran vorbeiquetschen hier. Ich hoffe, das kriegen die Sims hin. Obwohl, die können sich ja auch so durch die Tische quetschen. Von daher, das werden sie schon schaffen. Aber dann könnten wir wenigstens versuchen, das hier mal selbst wegzuputzen. Diesen Gestank. Ich will nämlich eigentlich nicht ständig die Vermieterin hier haben, weil die halt nicht immer das macht, was sie machen soll, ne? Also manchmal... Rennt sie auch einfach nur ganz doof hier rum und macht gar nichts. So, was ist das jetzt hier? Sie will schnuppern. Achso, versuchen zu reparieren. Na dann zeig mal. Ja, einfach aufwischen hier den Blutsflecken, der sich da unter den Boden gesetzt hat. Kommt halt immer mal wieder so eine stinkende Verwesungswolke nach oben. Gott, das klingt eklig. So, wir haben es geschafft, wir haben es sauber gemacht. Das freut mich. Ja, was ist denn jetzt eigentlich hier mit meinem Job? Wann muss ich denn mal los? Um 13 Uhr erst. Ach so. Ja Mensch, ich dachte die ganze Zeit, es wäre morgens und laber hier und mache und tue und überhaupt. Und ich muss jetzt mal gucken, ob sie noch hier überall sitzen können. Wow, okay, von zu Hause arbeiten. 3 Stunden Street Art. Street Art. Yeah. Und 2 Stunden schreiben. Dann werde ich einfach mal Schreiben üben machen. Oh Gott, und die ist da wieder voll zu Gange, die Penny, ja? Die hat schon wieder richtig Spaß in dem Backen, ey. Unser Techtelmechtel ist ja leider daneben gegangen. Das war ja eher eine große Peinlichkeit als sonst etwas. Warum auch immer. Vielleicht hat er ja den Eingang nicht gefunden. Also ins Bett. Er hat sich verlaufen im Bett oder so. Naja, wie dem auch sei, wir schreiben jetzt hier erstmal noch 2 Stunden. Dann müssen wir wieder 3 Stunden malen. Ich verstehe immer nicht, warum man als Restaurantbewerterin 3 Stunden malen soll. Beziehungsweise 2 Stunden. Das verstehe ich wirklich nicht. Weil eigentlich macht das doch gar keinen Sinn, ne? Ich hätte es lustiger gefunden, wenn da mal solche
wenn da mehr solche Sachen kommen, von wegen hier Getränk bewerten, Essen bewerten, Restaurant bewerten, was weiß ich, Kantine bewerten oder sowas. Das hätte ich lustig gefunden. So, jetzt müssen wir natürlich wieder verreisen, weil hier gibt es, glaube ich, keine Street Art Bilder. Das heißt, wir könnten jetzt entweder... Ach ja, das machen wir. Das machen wir. Wir waren ja jetzt schon mal bei Samantha. Dann würde ich sagen, wir reisen jetzt ins Kunstviertel und malen da das Street Art 2 Stunden lang. Und dann, wenn wir damit fertig sind, schauen wir noch bei Charlotte vorbei in ihrem Apartment. Dann sehen wir nämlich auch, wie ihr Apartment so ausschaut und wie sie so wohnt. Das wäre doch immer ganz schön zu wissen. Wobei, ich glaube, sie hat ein Apartment, was wir schon kennen aus einem anderen Sims Let's Play, aber egal. Vielleicht ja auch nicht. Ich weiß es nicht mehr, wo ich sie verfrachtet habe. So, dann würde ich sagen, ich mache das hier mal wieder weg. Und dann 2 Stunden oder 3 Stunden. Eigentlich 2 Stunden, aber hier steht 3 Stunden. Das Ding malen. Was? Du sollst es entfernen. Meine liebe Dame. Meine liebe, liebe Carrie. Du musst das schon tun, was ich von dir möchte. So, Kultur-Street-Art malen wir jetzt. Und zwar 2 Stunden lang. Das müssten wir schaffen bis 19 Uhr. Einfach mal durchlaufen lassen, der zählt das schon. Oh, wir sind schon wieder angespannt. Warum? Gefühl der Unsicherheit. Ach so, weil wir wieder nicht wissen, wo unser Schatz abgeblieben ist. So, eigentlich müsste doch die 1 Stunde jetzt gleich voll sein, oder? Oder? Ja, da ist sie voll. Sehr schön, dann machen wir weiter. Malen wir weiter, was das Zeug hält. Nein, ich will nicht mit dir quatschen. Ich will nicht mit dir quatschen. Boah, hallo? Hör auf, mich anzuschnauzen. Ja, es ist ja toll, dass er gemein ist. Das haben wir mitgekriegt, aber ich wollte doch malen. Lass dich doch nicht von wildfremden Männern anschnauzen hier. So, das haben wir geschafft. Perfekt. Gibt's hier ein Klo? Ja, gibt es. Dann gehen wir mal eben schnell zur Toilette. Ich hoffe, das ist die richtige. Und dann schauen wir noch bei Charlotte vorbei. Das wäre doch mal ganz schön. So. Okay, dann würde ich sagen, wir waschen uns dann natürlich noch die Hände, obwohl das macht sie eigentlich immer automatisch. Dann putzen wir noch schnell die Zähne, dann geht es unserer Hygiene ein bisschen besser. So. Perfekt. So, dann wollen wir doch mal schauen, in welchem wohnt denn Charlotte? Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich das so mache, dass es wieder nicht funktioniert. Aber ich versuche es jetzt trotzdem so. Oh Gott, wetten, das Spiel geht wieder kaputt. Wetten? Bei meinem Glück funktioniert es dann nicht. Also als ich es letztes Mal getestet habe, hatte es noch funktioniert. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Ist schon schlimm, wenn man bei einem Spiel dann immer Angst haben muss. So, welche ist jetzt die richtige Tür? Ha! Ein Türklopfen mache ich mal. Hallo. Yeah! So. Wir können Charlotte Yorks Wohnung, Apartment, wie auch immer. Ach, guck mal hier. Sie hat schon direkt ein Kinderzimmer, ja? Noch keinen Mann, nichts, aber schon mal ein Kinderzimmer. Hier hat sie ein Schlafzimmer, was sehr kahl eingerichtet ist, wie ich finde. Dann ein Schlafzimmer, dann hier eine große Küche mit Theke und allem. Wie darf man sich das denn hier vorstellen? Ach du meine Güte, also die Wände dazwischen, das wäre ja jetzt nicht so meins. Ich glaube, ich würde die Wände dann da echt wegmachen, sodass das offen wird. Na, das fände ich doch viel cooler, als wenn das so ist. Naja, jedem das Seine, ne? Wir müssen ja nicht hier wohnen. Und hier hat sie auf jeden Fall nochmal ein Schlafzimmer. Naja, ist ja ganz nett eingerichtet. Ganz nett auf jeden Fall. Und ja, man merkt, sie wartet wirklich auf das erste Kind. So, meine Lieben, aber ich werde dann an dieser Stelle nun erst einmal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Lo Yim! No, Lo Yim! No!